Hallo und herzlich willkommen bei Amnesia The Dark Descent. Ich sollte aufhören, den Text am Anfang meiner Begrüßung so schnell zu sagen, weil wenn ich sie so schnell sage, dann vergeht die Zeit nämlich viel schneller und dann muss ich viel früher losgehen und viel früher mich gruseln. Und das ist nicht cool. Nein, das ist nicht cool. Ja, wir haben hier irgendwie dieses Steuerungsdingsbums da. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe es leiser gemacht auf jeden Fall. Ob das so klug war, vielleicht hätten wir es auch lauter machen müssen. Ich gucke es mir ja immer nochmal an, was ich davor gespielt habe, wenn ich dann eine Pause gemacht habe oder so. Und ja, ich habe es mir nochmal angeguckt, dachte, vielleicht hätte ich es auch lauter machen müssen, damit man uns nicht hört. Versteht ihr, was ich meine? Weil das Rattern da vielleicht so laut ist? Oh Gott. Ich lauf langsam. Ich weiß auch nicht, ob das klug ist. Und ich weiß nicht mehr, wo wir überall waren. Okay, da war die kaputte Leiter, da ist es. Okay, da können wir nirgendwo mehr hin. Das heißt, wir müssen da lang. Wir müssen, aber wir wollen nicht. Also ich will nicht. Okay, da ging es auch nicht lang. Gut. Das ist schon mal gut. Weniger Plätze sind gut. Also weniger Stellen, wo man lang gehen kann. Ich habe gerade zu Schiss. Ah! Okay. What are you doing? Let me go! Please, don't take me! Nobody ever returns! Klar nehme ich dich mit. Ich nehme dich total gerne mit. Ich weiß doch nicht, wohin. Können wir da durch? Ich glaube nicht. Ich glaube eher, es macht uns kaputt. Okay, danke für diesen Hinweis. Haben wir uns jetzt sehr weh getan? Eine Wunde blutet ziemlich stark. Ja, aber ja klar. Schnittwunden und blaue Flecken, damit können wir leben. So, was haben wir denn? Impfstoffversuche, Seuchenausbruch. Meinst du schon? Ach, haben wir das gelesen? Die mysteriösen Todesfälle unter den Bediensteten und Gefangenen konnten endlich aufgeklärt werden. Es scheint, dass die Abflusskanalisation, die vor kurzem zur Nutzung als Transportweg geöffnet wurde, von einem eigenartigen giftigen Pilz befallen ist. Das ist ja da, wo wir jetzt gerade sind. Da breitet sich einige meiner Männer und ich selbst bin glücklicherweise von diesem Unheil verschont, aber es ist klar, ich weiß gerade nicht. Ach so, das ist das mit dem... Entschuldigung. Ja, natürlich. Dumm von mir. Die zwei Hebeln steuern die laute Maschine. Halte das drehende Wasserrad an, um weiterzukommen. Aha, okay. Das kriegen wir hin. Vielleicht können wir es jetzt schon. Was? Eine Probe für eine Maschine. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Eigentlich ist es egal, man kann doch da irgendwas reinklemmen, oder? Und das hört sich dann auf zu drehen. Hört sich tun auf. Tun. Also ich glaube, von da kommen wir. Genau, dann geht es die Treppe hoch. Und wir sind erst links lang gegangen und jetzt können wir mal rechts lang gehen. Oh mein Gott. Da wir ja schon festgestellt haben, dass diese komischen Viecher nicht immer nur ein Viech sind, sondern, also es ist festgestellt, da ich davon ausgehe, dass es nicht immer nur ein Viech ist, sondern halt mehrere, die Bediensteten eben, kann auch hier unten uns wieder einer begegnen. Uns ist ja im Prinzip auch schon einer begegnet. Dementsprechend, da vorne ist was. Oh, ich hasse es, wenn da vorne was ist. Okay, hier ist eine Sackgasse. Zwei Sackgassen. Zwei Sackgassen ist gut. Was ist das? Das Rohr scheint locker zu sein. Ich mache mir ins Hemd. Okay. Kann man das abmachen? Kann man es abmachen? Nee, okay. Ah, doch. Oh, habe ich mich erschrocken. Okay, wir nehmen es auf und wir wissen ja immer, wenn wir was aufnehmen, kommt irgendwas. Oder auch nicht. Okay. Okay. Bisher ist uns noch nichts begegnet. Das ist gut. Oder? Ich habe gerade ein bisschen sehr Schiss, weil ich echt damit rechne. Ich weiß eigentlich ganz genau, dass hier gleich irgendwas kommt, was uns zu Tode erschrecken wird. Irgendein Vieh wird uns gleich jagen. Weil es einfach sein muss. Weil uns schon angedeutet wurde, dass hier... Oh nein, jetzt können wir das Rohr da wahrscheinlich reinstecken. Ein kurzes Rohr. Ein kurzes Rohr. Und ich hätte gerne, dass das vorbei ist.
Also ich hätte gerne, dass diese Gruselszene jetzt bitte kommt, damit ich keine Angst mehr haben muss, dass sie gleich kommt. Wobei auch einfach mehrere Gruselszenen kommen können. Weil ich echt gedacht hätte, da drüben kommt was. Aber gut. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Nein, es ist gar kein Problem. Ich stehe darauf, wenn ich mich nicht erschrecken muss. Natürlich geht's da weiter. Natürlich ist da noch mehr Kanalisation. Wäre ja auch zu schön gewesen. Und ich hasse es, weil wir uns auch hier nirgendwo verstecken können. Da geht's hoch. Cool. Heißt das, wir kommen da raus? Heißt das, wir kommen da raus? Geht's da um... Achso, das sind nur tote Ratten. Okay, tote Ratten sind nicht schlimm. Oh nein. Oh Gott. Oh, Mutti. Daniel, turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Tue ich das? Tür zu. Ich weiß nicht, ob Tür zu so klug ist. Ich glaube, The Shadow ist irgendwie gerade unser geringstes Problem. Viel größer ist das Problem dieses roten, ekligen, lebenden, ekligen Zeug. Und, hey, was ist das hier? Ist das so ein Vieh? Oh mein Gott, Tatsache. Oh mein Gott, Moment. Hier, ich... Nee, falsch rum. Jetzt dreh ich doch mal... Ich kann den nicht drehen, richtig. Ich hätte ihn euch gerne gezeigt. Oder ich hätte ihn mir auch mal gerne angeguckt. Aufgepasst. Hallo. Ich mag mich. Ich bin schüchtern. Ich will mich nicht drehen. Jetzt dreh dich halt mal. Yeah. Dancing Queen. Yeah. Ich bin der Hallo. Sehr cool. Auch den Kiefer finde ich sehr gut gelungen. Ja, das sind diese netten Viecher. Hui. Physik Engine. Was Tolles. Okay, das können wir nicht. Ach, doch, das können wir aufhören. Nee. Gut, ich dachte, wir könnten ihn vielleicht zusammensetzen. Laudanum. Brauchen wir das? Tun wir uns jetzt weh? Hör auf, mich so anzugucken. Guck weg. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Was ist das? Was macht das? Warum ist das so? Darf man da nicht hingehen? Tut es uns weh? Lebt es? Fällt es gleich auf uns herab? Würde es uns töten? Hallo, ist da jemand? Da ist doch gar keiner. Hier ist doch gar nichts. Naja, doch. Irgendwas ist dahinter. Okay. Müssen wir es vielleicht aufsprengen oder so. Vielleicht können wir uns da durchkurbeln. Geh zu. Lalala, lauf schneller. Wir haben noch so eine komische Kurbel dabei. Nee, Hammer und Meißel haben wir dabei. Kann auf kein Objekt angewendet werden. Kann auf kein Objekt. Okay. Ich dachte, ich probiere es mal. Ehe das jetzt hier unsere Weite wäre. Wie ist denn? Dann wäre das hier unsere Rettung gewesen und wir hätten es nicht versucht und irren da unten noch weiter rum und werden von irgendwelchen Viechern gefressen. Deswegen hätte ich es gerne ausprobiert. Oh! Was? Von hinten? Von vorne? Von wo? Von wo denn? Was denn? War der. Von wo? Oh, oh. Oh, kommt der hierher? Kommt der hierher? Kommt der hierher? Der ist doch hier hochgelaufen, oder? Warum ist denn kein Trommeln da? Was? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Komm nicht hier rein. Nein! Wir sind tot. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Ach du Scheiße. Bitte geh. Bitte geh. Bitte geh. Der hat es nicht gesehen. Der hat es bestimmt nicht gesehen. Weil wir gucken, also wir sind auch total schmal und bewegen uns auch gar nicht. Wir atmen auch nicht. Okay. Ich weiß nicht, können wir uns bewegen? Hallo? Bist du wieder weg? Oh, hallo? Boah, die hat die Tür aufgebrochen. Heilige Scheiße. Och, hört doch mal auf, mir immer so viel Angst zu machen. Aber ihr mögt es ja, ne? In den Kommentaren lese ich ja immer wieder, Hanni hat sich erschrocken, das ist voll witzig. Ja, voll witzig, haha. Aber ich, man mag es ja witzigerweise, sich zu erschrecken. Man lacht danach, ja, weil irgendwie Endorphine oder so ein Kram ausgeschüttet werden. Und ja, das ist ja, ne? Wir mögen es ja. Ich stehe ja drauf.
Oh Gott. Ist der jetzt hier noch irgendwo? Bist du jetzt hier noch? Hat er das aufgebrochen? Der hat es aufgemacht. Okay. Oh nein, 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 oh nein. Okay, wir wissen ja, wo wir uns verstecken können. Wir können da wieder zurückrennen und dann da rein. Richtig? Richtig. Zurück und da rein. Zurück und da rein. Merkt ihr den Fluchtweg? Oh Gott, hier schon. Warum sind denn da so viele von denen? Warum sind da so viele? Ich weiß es nicht. Da ist keine Tür mehr, die wir zumachen können. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Aber hier ist eine Ecke und da stelle ich mich hin. Warte mal, ob ich... Au! Fuck! Fick dich! Du Arschloch, ich wollte mich doch nur hier verstecken. Du bist ganz schön fieses rotes Zeug, muss ich ja echt mal sagen. Nicht nett. Okay, die Trommeln sind noch da. Ich weiß nicht, ob er kommt. Ist es nur einer? Sind es mehrere? Wie geht's uns denn? Einige Schnittwunden und blaue Flecken. Ja, das ist noch okay. Aber ich glaube, wenn wir nochmal gehauen werden, dann haben wir schon wieder eine Wunde, die sehr stark blutet. Ist das jetzt eine kluge Idee? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich bin ja natürlich einfach panisch mal wieder weggerannt. Was hätte ich sonst anderes tun sollen? Na super, weil jetzt hier voll der Nebel ist. Und es sind immer noch Trommeln da. Heißt das, der Typ ist immer noch da? Muss man sich erst vergewissern, dass der Typ nicht da ist, damit die Trommeln aufhören? Ich nix wissen. Ich will gar nicht gucken. Wo war der denn? Von wo kam der denn? Von links oder von rechts? Ne, von rechts bestimmt nicht. Wenn, dann von links oder geradeaus. Gehen wir erst links lang? Ne, wir gehen erst geradeaus, ne? Okay, wir gehen erst geradeaus. Wir gehen erst geradeaus. Da oben ist ein Riss. Was ist das eigentlich für eine riesige, riesige, riesige Kanalisation? Eigentlich dürfte er doch schon gar nicht mehr in diesem hässlichen Schloss Brandenburg sein. Oh, ein Stein. Was kann ich damit machen? Ich kann Lärm damit machen. Lärm machen ist immer gut. Oh Gott, ich... Komm. Fuck! Habt ihr das gesehen? Ich hab ihn auf mich gelenkt. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, lauf doch, Hanni, 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 Hanni. Warum tust du sowas? Scheiße. Deswegen sind die Trommeln noch da, weil der Typ da noch rumläuft. Oh, fuck. Ich glaube, ich muss den wirklich ablenken, irgendwie mit Geräuschen. Hat er uns jetzt gesehen? Der hat uns bestimmt gesehen, aber ist er uns gefolgt? Scheibenkleister. Shittikacke. Biberkacke und Honigmist. Hä? Honigmist? Keine Ahnung, ich brauche Schimpfwörter. Wie gehen die Schimpfwörter aus? Dieser Scheiß hier ist viel zu gruselig. Okay, wir müssen ihn also ablenken. Und dann... Aber ich weiß ja nicht, wo wir dann hin müssen. Man kann da also einmal im Kreis rennen, glaube ich. Da geradezu. Oh, ich bin so froh, dass da Nebel ist. Hm, das ist so toll. Ich würde ja was sehen, wenn da kein Nebel wäre. Das wäre ja doof. Mist. Ist er jetzt da rumgelaufen? Oder hier rum? Hier rum, Larum, Löffelstiel? Wer das nicht kann... Der kann irgendwie fast gar nichts. Scheißdreck. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Leute, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, wir wären da einmal im Kreis gelaufen. Ich laufe jetzt einfach hier lang. In der Hoffnung, dass ich ihm nicht in die Arme laufe. Kopf von wo? Von da! Lauf! Du hast gut reden, Alter. Lauf doch selber. Nein, ich will nicht wieder. Wo tauche ich auf? Wo tauche ich auf? Wo bin ich? Okay, ich bin hier. Okay, ich bin hier. Okay.
Also, wir wissen, wir müssen da lang und dann kommt er und dann müssen wir die Tür aufmachen. Versuchen wir es jetzt noch? Komm, wir versuchen es jetzt noch schnell. Ich bin nämlich gerade überhaupt nicht unter Adrenalin oder so ein Mist. Nein. Niemals. Also, ich laufe erst da lang. Ich weiß nicht warum, aber ich laufe erst hier lang. Wahrscheinlich kommt er dann. Ach, da rechts könnte man auch noch lang. Ja, aber wo kommt man denn dann hin? Wo kämen wir denn da hin, wenn wir da lang laufen würden? Ach so, da geht's nicht weiter, okay. Okay, ich nehme einen Stein. Okay, ich nehme nochmal einen Stein. Komm her, kleiner Mann. Na los. Du willst das doch auch. Okay, vielleicht will das auch nicht. Fuck. Komm, wir probieren's. Hä? Okay. Von wo kommt der jetzt? Von wo kommt er jetzt? Boah, ich zitter richtig. Okay, dann müssen wir die Tür aufmachen. Mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Hä? Oh nein. Ist er jetzt hier? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, da rein. Und da hoch. Und da hoch, und da hoch, und da hoch, und da hoch, und da hoch. Oh Gott, wahrscheinlich wartet da oben gleich einer auf uns. Oh Gott, ich hasse Leiter. Ich hasse sie. Was? Was? Von wo? Von wo? Von wo? Ich weiß es doch nicht. Ich will da nicht hoch. Ich will da nicht hoch. Oh Gott. Aber das Licht. Licht ist doch was... What? 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 Es gibt nie einen Ausweg. Solche Dinge begleiten dich dein Leben lang. Wie konnte er wissen, ob Henry unten an der Straße oder gar vor seinem Haus auftauchen würde? War er so verrückt? Würde er das tun? Ich weiß es nicht. Ist mir auch scheißegal. Ich will nur wissen, wo wir sind. Bin ich tot? Bin ich tot? Okay, ich bin nicht tot. Da sind nur ganz viele, viele, viele Türen. Und schon wieder weint einer. Okay, Leute. Okay, Leute. Das war wieder... Oh, war das wieder... Mensch, ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie ich rumgeschrien habe. Ich werde gleich mal wieder meinen Schrei ein bisschen runterregeln müssen, weil sonst fliegen euch die Ohren weg und das möchte ich natürlich nicht. Wir werden gleich eine dieser schönen Türen hier ausprobieren, mal gucken, wo es uns hinführt und ja, ich mache dann gleich mal weiter. Ich freue mich drauf. Also dann, meine Lieben, bis dann. Tschüss.